März 2011 war ich zu einer Buchvorstellung nach Portugal eingeladen. Der Abend mit Lesung und Diskussion war gut besucht, das Publikum geduldig. Die Frage eines jungen Mannes jedoch ließ die freundlich interessierte und offene Atmosphäre von einem Moment auf den anderen kippen. Mit einem Mal waren wir nur noch Deutsche und Portugiesen, die einander feindselig beäugten. Die Frage war unschön, ob wir, gemeint war ich, ein Deutscher, nicht jetzt mit dem Euro und unseren Exporten das schafften, was wir damals mit unseren Panzern nicht geschafft hätten. Es ist eigentlich fast wie in der Literatur, es ist immer die Hoffnung, es geht um alles. Ich habe mir das Märchen von Hans Christian Andersen genommen, des Kaisers neue Kleider, weil das eigentlich eines der wenigen Märchen, fast das einzige Märchen ist, das auch gesellschaftliche Zusammenhänge beschreibt. Und ich fand es ein Märchen, das heute unglaublich aktuell ist. Ich bin nicht der Erste, der das für solche Deutungen benutzt, aber das war mir eine Folie, mit der ich über das sprechen konnte oder kann, was mich in unserer Gesellschaft umtreibt. Ansatzpunkt ist, dass Dinge, die mir offensichtlich scheinen, wie beispielsweise der Ausbruch der Finanzkrise und dass man auch sehr genau benennen kann, wer daran schuld war, und dann, dass sich da nichts ändert, das war für mich so eine Analogie. Ich finde, dass den Begriff der marktkonformen Demokratie wirklich einen bedeutsamen Sündenfall der Politik, in dem Falle von Angela Merkel. Einerseits kann man sagen, man kann froh sein, dass ein Politiker ihm so ein Begriff entfleucht, weil marktkonforme Demokratie heißt ja, dass sich die Demokratie nach dem Markt zu richten hat, dass sie sich da Rücksichten zu nehmen hat, anzupassen hat. Für mich ist das ein Zeichen dafür, dass gar kein Bewusstsein von politischer Souveränität mehr besteht, dass man als Souverän, als Abgeordneter, als Regierung sagt, wir müssen doch im Sinne des Gemeinwohls sagen, wie wir diese Märkte strukturieren wollen. Die sind ja nicht vom Himmel gefallen, das sind ja keine Naturgesetze. Und das schockiert mich, erstaunt mich, dass es da kaum ein Bewusstsein gibt. Das sind schon verheerende soziale Ungerechtigkeiten, die nicht weniger werden, die Entwicklung. Nicht nur in Deutschland, ich glaube überhaupt in Europa und weltweit, deutet darauf hin, dass es sich immer weiter auseinander, voneinander entfernt und die Schere immer größer wird. Und das ist letztlich eine Bedrohung für die Demokratie. Und man hat auch kein Zutrauen zu den Politikern, weil die eigentlich schon die Macht an den Finanzsektor abgegeben haben. Das Merkwürdige ist, dass ich mich jetzt manchmal an bestimmte Dinge, die ich in der DDR-Schule gelernt habe, erinnere. Damals hat uns das überhaupt nicht interessiert, weil das war so eine Hetze gegen den Westen, das wollten wir nicht mitmachen. Aber was ich schon da gelernt habe und was heute sehr aktuell ist, dass die Begriffe Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Verhältnisse auf den Kopf stellen, weil ich der keine Produktionsmittel besitzt, muss meine Arbeitskraft verkaufen, muss meine Arbeitskraft jemandem geben, um unter diesen Verhältnissen eine Anstellung, eine Arbeit zu finden. Und der als Arbeitgeber gesehen wird, der ist eigentlich der, der meine Arbeit nimmt. Und das weiß man ja, dass es nicht unbedingt die eigene Arbeit ist, die einen reich macht, sondern dass es dann, wenn man mehrere für einen arbeiten lässt, wenn man dann halt den Profit abschöpft. Das sind so Prozesse, die sprachliche Prozesse, die ich für sehr entscheidend halte, im Denken und Fühlen. Das leitet ja das eigene Denken und Fühlen. Und wie ich jemanden benenne, das hat entscheidenden Einfluss auf mein Verhältnis zu ihm. Und gerade als Schriftsteller sollte man, glaube ich, da sehr achtsam sein, nicht nur natürlich mit seinem eigenen Arbeiten, aber eben auch so in dem Versuch, damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Man kann nicht ständig in der Distanz zur eigenen Sprache leben. Ich kann mir nicht jeden Satz nochmal neu überlegen, und ich selbst tappe da auch ständig wieder in Fallen hinein. Ich bin ja auch nicht der Einzige, der
diese Dinge oder ähnliches sagt, aber bisher ist es noch nicht gelungen, das wirklich so in die eben tatsächlich zu einer größeren Debatte zu machen, weil gerade Fernsehen und die großen Zeitungen da doch recht Radio, das zwar immer mal kommt, aber ist eigentlich so durch diesen Schwall der täglichen Wiederholung von Falschwörtern, von Halbwahrheiten, von wirklicher Ideologie eben doch wieder an den Rand geschoben wird und oftmals wie ein Feigenblatt dient und sagt, naja, können ja auch was sagen. Ich wünsche mir das, was ich mir vielleicht auch als Leser von ähnlichen Schriften, Büchern wünsche, dass man etwas daraus erfährt, dass man sowohl Fakten wie auch Gedanken hat, die man sofort auch im eigenen Alltag anwenden kann, dass das ein bisschen wie so ein Werkzeugkasten ist, der einem hier und da hilft, besser, angemessener zu reagieren, und zwar in dem Sinne, dass man sich selbst ernst nimmt, dass es die eigene Persönlichkeit stärkt und dass man eben auch Verantwortung wahrnimmt für die Gemeinschaft.